Moin. Ju, ja, der Videotitel, der ist diesmal ein bisschen länger geworden. QSP-Knives benötigt eure Kreativität. Messerdepot, Community-Umfrage. Ja, was es genau damit auf sich hat, das versuche ich jetzt mal zu erklären. Vor einigen Wochen hatte der Sven Kienast vom Messerdepot schon ein kleines Video auf Facebook gepostet, auf seinen sozialen Kanälen da. Und in Zusammenarbeit mit QSP Knives, ich glaube mit der Vicky Mao war das, wird jetzt hier für diesen Prototypen, den ich hier in die Kamera halte, wo ihr gerade auch schon ein paar Bilder gesehen habt, da wird ein Name gesucht, ein Modellname für dieses Modell. Und ja, da ist eure Kreativität jetzt gefragt. Ganz kurz zum Messer. Wir haben hier 21,5 cm Gesamtlänge. Davon entfallen 9,5 cm auf die Klinge. Wir haben einen Flachschliff, wir haben einen leichten Recurve. Die Klingenstärke beträgt 3,5 mm. Verbaut wurde der D2-Stahl, der ist hier auch dezent gemarkt. Das Gewicht ist nicht ohne. Wir haben hier knapp 140 Gramm. Die Klinge läuft absolut, absolut hydraulisch, traumhaft auf Keramikkugellagern. Das ist wirklich, das ist die pure Freude. Dann haben wir absolut stabil gehaltene Edelstahlliner. Der Linerlock hat eine Stärke von 1,8 Millimetern. Der steht perfekt. Und wir haben seidig poliertes G10 und ja, Carbon Fiber Backen, so nenne ich das jetzt mal. Absolut nicht spürbare Übergänge von diesen zwei verschiedenen Materialien. Da hat QSP Knives einen absoluten super Job gemacht, sowohl in der Politur wie in der Anpassung. Ja, G10 Backspacer, polierter Clip, nicht umsetzbar. Dann haben wir noch die Aufnahme für ein Lanyard, für ein Fangriemen. Und das so im Großen und Ganzen die Specs zu diesem Messer. Das ist wirklich ein ungemein gefälliges Teil. Das Einzige, was mir an dem Modell nicht gefällt, das ist das Material hinter der Faser. Das fällt hier mit 0,80 mm viel zu stabil aus für ein Klappmesser, meiner Meinung nach. Da sollte QSP Knives, das habe ich dem Sven auch schon gesagt, definitiv nochmal ran, mindestens auf 0,60 mm runter, gerne auf 0,5, dass wir hier ein sehr schneidfreudiges Werkzeug, Klappmesser dann haben. Auch bei 0,50 mm passiert da nichts. In erster Linie sind das Schneidgeräte, so sollten die behandelt werden. Dann hat man einfach mehr Freude an solchen Klappmessern. Und ich hoffe natürlich, bei der Serienauflage wird dieser Wert dann noch reduziert. Ansonsten finde ich hier aber wahrlich nichts zu meckern. Das Teil ist absolut gelungen. Überhaupt, checkt mal Messerdepot aus. Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Sven hat da einige neue Modelle am Start von QSP Knives. Da sind wirklich schicke, schicke Designs dabei. Und was ihr jetzt machen müsst, um bei diesem Gewinnspiel, bei dieser Umfrage mit dabei zu sein, ihr sollt diesem Modell hier einen Namen geben. Jeder von euch, der mitmachen möchte, darf aber nur ein Kommentar diesbezüglich abgeben. Also nur einen Namensvorschlag. Also keine Mehrfachnennung. Und die zweite Auflage, die zweite Bedingung, die ihr erfüllen müsst: Ihr müsst den YouTube-Kanal vom Messerdepot auch im Abo haben, beziehungsweise den müsst ihr im Abo haben. Den packe ich euch auch mit in die Videobeschreibung rein. Das war's dann aber auch an Bedingungen. Die Namensfindung beziehungsweise euren Vorschlag, wie dieses Modell denn heißen könnte, die könnt ihr bis zum 31. Mai, also bis zum Monatsende, das sind dann jetzt noch knapp 2 Wochen, abgeben. Dann Ende Mai endet diese Aktion hier automatisch. Und wir, beziehungsweise Sven reicht dann diese Namensliste für dieses Modell
an QSP-Knife weiter. Und ja, dann wird es folgendermaßen laufen. QSP-Knives schaut sich eure Vorschläge an und wenn da ein Modellname mit dabei ist, der ihnen besonders gut gefällt, dann wird das zukünftige Modell diesen Namen bekommen. Und die Person, die den Namen ausgesucht hat, der gewinnt dieses Messer. Sollte QSP-Knives jedoch keinen der Namen mögen, kann ja auch sein, ich weiß ja nicht, was da an Vorschlägen von euch kommt, dann wird es zu der Namensfindung am Ende nicht beitragen. Ja, das kann natürlich auch passieren. Ich fände es natürlich schön, wenn der Modellname aus unserer Community stammen würde. Wirklich beeinflussen können wir es nicht. Ich hoffe jedoch, und eigentlich bin ich da auch sehr zuversichtlich, dass da ein paar coole Vorschläge von euch dabei sein werden. Sollte dem aber nicht so sein, dass der Name nicht gewählt wird, dann wird das Messer natürlich trotzdem unter all den Teilnehmern verlost. Wenn QSP-Knife sich einen eigenen Namen ausdenkt für dieses Modell, dann wird unter allen Teilnehmern, die hier einen Modellnamen vorgeschlagen haben, dieses Messer verlost werden. Das übernehme ich dann auf meinem Kanal. Das wird dann im Laufe des Monats Juni geschehen. Und die Person, die da dann Glück hat, da werde ich wahrscheinlich dann den Random Comment Picker bemühen. Ja, die bekommt dann das Messer kostenlos zugeschickt. Jo, ja, und das war's im Großen und Ganzen. Nochmal ein kleiner Größenvergleich. Hier das Gerber Gator. Durchaus ähnliche Gesamtlänge. Dann das große Griptilian. Das ist ein bisschen kürzer als dieser Prototyp von QSP und Real Steel Thor. Auch in etwa die gleiche Gesamtlänge. Alles klar. Jo, wie gesagt, ihr seid jetzt gefragt. Eure Kreativität, wer Lust hat, lässt mal einen Namensvorschlag für dieses Modell hier. Ich persönlich habe auch einen Namensvorschlag, den werde ich hier jetzt aber nicht nennen. Sollte dieser Name noch nicht genannt worden sein, wenn eure Vorschläge alle aufgelistet sind, dann packe ich den noch mit dazu. Ja, aber ich bin aus der Ziehung auf jeden Fall raus, selbst wenn der Name genommen werden würde. Das Messer geht an eine andere Person. Jo, sehr, sehr coole Aktion von QSP Knives, von Sven Kienast und Messerdepot. Ich bin da gerne der ausführende Arm, um die Community nach eurer Meinung zu fragen. Und ich hoffe, da kommen ordentliche Vorschläge jetzt von euch um die Ecke. Das Messer hätte definitiv einen coolen Namen verdient. Jo. Und an QSP Knives die absolut dringliche Bitte, weniger Material hinter der Phase, damit wir hier ein schneidfreudiges Gerät in Serie haben. Jo, und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und verbleibe wie immer mit bleibt gesund, Peace, ich bin raus.